Das Dorf Halenhorst ist seit Dienstag um ein Ärgernis ärmer. Auf Initiative der beiden CDU-Ratsherren Thorsten Deye und Herbert Wilke ist das ewige Schlagloch im Jückenweg in Halenhorst in Eigenleistung entfernt worden. Wegen der unter dem Straßenkörper verlaufenden Verrohrung hatte sich in der Vergangenheit immer wieder das Pflaster stark abgesenkt. Eine Sprungschanze entstand mitten auf dem Weg in dem Dorf.